Nochmals herzlich willkommen. Mein Name ist Lothar Menges. Ich darf den Herrn Bürgermeister entschuldigen, der ist unterwegs. Deswegen müssen Sie heute mit mir Vorlieb nehmen. Warum dieses Fest? Ja, endlich nach jahrelangen, jahrzehntelangen Beratungen und Überlegungen ist man hier im Gemeinderat zu dem Entschluss gekommen, unter großer Beteiligung der Bürger die Innenstadt zu verschönern. Aber auch bei den Bürgern, bei den Anwohnern, bei den Geschäftstreibenden hier in der Ecke, die um diesen Bereich hier herum ihre Geschäfte betreiben und auch von der Baustelle betroffen sein werden, haben sich dazu entschlossen, heute hier den Beginn der Bauarbeiten mit diesem Fest zu feiern. Unser Motto: auf die Baustelle, fertig, los. Wir sind hier auf dem Marktplatz, wir schauen uns um, Baustelle da, Baustelle da. Es ist schon voll im Gange. Der Gutgesellentorplatz soll bautechnisch, was die Sanierung und die Modernisierung der Innenstadt darstellt, als erstes in die Baumaßnahme aufgenommen werden. Wir sind hier mit den Foodtrucks, das ist eine Idee des Initiativkreises. Ich hoffe, wir können das als Synergie sehen zu den Breisacher Gastronomen, zu den Breisacher Einzelhändlern. Und wenn das funktioniert, ist das schon mal ein Anfang für das, was kommen mag. Ganz klar kann es nicht sein, dass der ein oder andere im Geschäftsablauf beeinträchtigt wird. Das wollen wir mit solchen Events, mit solchen Veranstaltungen kompensieren. Ja, meine Damen und Herren, ich bin der Baudezernent der Stadt Breisach. Ich freue mich auch, dass wir alle zusammen heute die Afterwork-Party für die Geschäftstreibende beginnen, das große Baustellefest. Und warum bin ich auch dabei? Im Prinzip Planungssache und sonstige Dinge, die Verwaltung, die Schnittstelle, Baustelle, gibt auch immer wieder irgendwelche Themen, die man zu sprechen hat. Und wir haben heute auch die Möglichkeit, um jetzt hier angrenzend ein Baustellenbüro zu eröffnen. Das heißt, heute sind wir da, um auch darauf hinzuweisen, die Stadt Breisach, die Verwaltung gemeinsam mit den Planungsbüros. Wir betreiben hier am Eck der ehemalige Geldautomate von der Sparkasse. Das ist ein Baustellenbüro. Da werden alle Fachleute, die ganze Kompetenz wird hier für Frage und für Antworten immer gewisse Turnus zur Verfügung stehen. Ich werde dem Herrn Wolf noch das Wort übergeben. Der Herr Wolf vom Büro Zink ist das Gesicht für die Baustelle, der Projektleiter, der Bauleiter, der hier auch die meiste Prügel wahrscheinlich abbekommt jetzt. Er wird jetzt auch noch zwei Worte sagen und ich bedanke mich. Dankeschön. Ich hoffe, dass es nicht so viel Prügel gibt. Wir haben einiges dafür organisiert und ausgedacht und geplant, damit sich die Prügel in Grenzen hält. Und bevor es Prügel gibt, bitte erst mit mir reden. Sonst überlebe ich die Bauphase nicht. Ja, wir freuen uns auf den Beginn, sind gespannt, haben lange dafür gearbeitet, viel vorbereitet, wie gesagt. Und jetzt muss es einfach losgehen und ich zähle schon die Tage, dass hier sich das Gesicht der Stadt verändert. Es wird erstmal viel weggenommen, aber dann auch wieder neu hergestellt. Und dafür freue ich mich drauf und können sich alle freuen. Dankeschön.